zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem Wuppertaler SV und dem KSC Uerdingen. Endstand vor 4.322 Zuschauern 0:1. Ich begrüße beide Trainer auf Seite der Uerdinger, Michael Wiesinger und Stefan Vollmerhausen auf der WSV-Seite. Zunächst die Kommentare zum Spiel, da dürfen wir immer unsere Gäste beginnen. Bitte schön. Ja, von unserer Seite natürlich, Zielsetzung war, nach dem Spiel Tabellenführer zu bleiben. Das hat meine Mannschaft bravourös geschafft. Von daher war eine große Zufriedenheit bei uns. Spielstand erste Halbzeit, den Eindruck von der Verletzung von meinem Spieler Müller. Wir haben die Rückmeldung, dass es ihm soweit gut geht, er ist stabil. Erste Halbzeit noch viel Kampf im Spiel. Beide Mannschaften sich nichts geschenkt, viele Zweikämpfe, viele enge Zweikämpfe. Also ich mag sowas, ja, so Aggressivität gehört dazu. Ich fand es trotzdem im Rahmen. Die Situation habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht bewerten. Es war viel Diskussion, aber es hat sich dann auch wieder beruhigt. Wichtig ist, dass es dem Spieler wieder gut geht. Ja. Und, ich fand, der zweite Halbzeit haben wir Linie ins Spiel gekriegt. Lag auch daran, dass uns Wuppertal nicht mehr so aggressiv angelaufen hat, fand ich. Haben wir dann öfters mal Ballbesitz gehabt, haben unsere Abschlüsse gehabt. Finden natürlich auch selten dann das Tor. Ja, das ist eine Geschichte, die verfolgt mich schon seit Saisonbeginn. Deswegen ist mein Puls relativ ruhig mittlerweile. Und einmal haben wir dann das Tor getroffen, haben wir standen und plötzlich steht schon 1-0. Also ich fand aufgrund der zweiten Halbzeit für uns ein hochverdienter Sieg. Ich wusste, dass es hier verdammt schwer ist zu gewinnen. Ich habe viele Spieler gesehen. Die Mannschaft hier macht einen sehr guten Job, die hat einen Plan. Und so eine Mannschaft bespielst du nicht im Vorbeigehen. Aber ich wusste schon heute, wenn die Zeit geht, ja, wenn wir das Tempo wieder hochkriegen, dass wir natürlich mit unserer Qualität dann schon mal Abschlüsse kriegen. Das war mir schon bewusst, dass wir über den Standard so ein Spiel mal entscheiden. Das freut mich umso mehr. Wie gesagt, hat meine Mannschaft gerade ein Kompliment gesagt. Hier werden nicht viele Mannschaften gewinnen, bin mir sicher. War gegen Rödinghausen hier, das war schon ein komisches Ergebnis, weil Wuppertal auch besser war. Und ich bin heilfroh, dass wir hier echt 3 Punkte gezogen haben. Riesenbrett für uns. Wuppertal, Trainer, wünsche ich alles Gute. Ich denke, wir haben einen guten Austausch gehabt. Und ich freue mich schon, dass wir gespielt haben. Danke, Herr Wiesinger. Stevie, dein Kommentar zum Spiel. Hallo zusammen. Zunächst mal Glückwunsch an KFC zum 1-0-Sieg. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein sehr umkämpftes Spiel gesehen haben. Ich hoffe natürlich, dass es dem, oder freut mich zu hören, dass es dem Spieler besser geht. Jeder, der Peter kennt, weiß, dass sowas nicht absichtlich gemacht hat. Und ist man selber geschockt, wie sich es dann hinterher nach ein paar Minuten dargestellt hat. Von daher ist das Wichtigste, dass es dem Jungen wieder gut geht. Ja, wir wollten schon mit einem aggressiven Pressing über den unter Druck setzen, immer wieder vorne anlaufen, einfach auch diese Wucht, die sie haben, von unserem Tor weghalten. Das hat auch gut geklappt, ein wenig Torchancen aus dem Spiel heraus. Für uns natürlich trotzdem schade, dass wir es nicht geschafft haben, vielleicht den ein oder anderen Nadelstich mal zu setzen, beziehungsweise dann den letzten Pass einfach besser zu spielen. Aber ich muss schon sagen, der KFC steht einfach defensiv und hat nicht umsonst erst so wenig Gegentore in den letzten mittlerweile 9 Spielen dann gar keins bekommen, was halt wirklich für das, was wir auf dem Platz hatten, war es schwierig. Ja, warum sind wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so angelaufen? Ich denke, jeder, der sich da ein bisschen auskennt im Fußball, der weiß, dass die Kraft natürlich irgendwann wenig nachlässt und der Druck hat dann zugenommen. Ich finde trotzdem, dass wir aufgrund des Aufwands, den wir gefahren haben, das 0-0 dann verdient gehabt hätten. Aber klar, unterm Strich aufgrund der Spielanteile geht es schon so in Ordnung. Wir müssen jetzt schauen, wenn es 4 Spiele nicht so erfolgreich gestaltet, dass wir wieder in unseren Weg reinkommen. Daran werden wir jetzt arbeiten. Zum Glück jetzt mal auch ein bisschen Luft zum Durchatmen. Wir haben 10 Tage Zeit jetzt, um uns aufs Spiel vorzubereiten. Wenn man die Tabelle sieht, sieht man, dass alles sehr, sehr eng beisammen ist. Wenn man nach unten schaut, sind es 6 Punkte auf dem Abstiegsplatz. Aber wie gesagt, wir schauen nicht nur negativ in den Tag, wir sehen auch, dass es auf dem 3. Platz nur 3 sind, das ist alles sehr eng. Es lohnt sich jetzt gezielt und auch mit der nötigen Motivation und Disziplin weiterzuarbeiten und dann bis zum Winter noch den einen oder anderen Punkt zu holen und vor allem auch im Pokal eine Runde weiterzukommen. Viel Glück dann weiterhin im Meisterschaftskampf für den KFC. Das sieht gut aus. Vorne gewinnt man Spiele, hinten Meisterschaften. Im Moment geht es, glaube ich, in die richtige Richtung. Wobei natürlich auch mit Viktoria dann noch ein starker Kontrahent ist. Es wird spannend bleiben bis am Ende der Saison. Wir wissen letztendlich, warum wir nicht so Paroli bieten konnten, wie wir das vielleicht in anderen Spielen getan haben. Es ist klar, dass die Qualität, die da auch in der Breite da ist, bei uns
noch nicht so ist. Und ja, daran werden wir auch neben dem Platz weiterarbeiten. Und wie gesagt, weiter geht's. Frage Stevie, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Herr Wiesinger, wieder ein spätes Siegtor heute. Wie bewerten Sie das jetzt? In den letzten drei Spielen, glaube ich, auch. Letztes Tor gibt drei Punkte, ganz einfach. Ich fand, dass wir nicht locker gelassen haben. Ja, gelegentlich, meine Mannschaft merkt es nicht, aber gerade Mitte, zwei, drei, fand ich, war eine Phase, wo du einfach zupacken musst. Ja, das schafft man nicht. Ich habe gesagt, mittlerweile bin ich ruhig, weil ich auch merke, an so Dingen, ja, jetzt kannst du nicht erzwingen. Aber trotzdem, ja, der Kollege hat es ja gesagt, wir haben ja schon eine Wucht. Wir haben über Standards immer Gelegenheiten, auch Spiele zu entscheiden. Und heute haben wir es mal gemacht. Also von daher, Sack zugemacht. Nochmal, für mich war es dann verdient und demgemäß ist es auch gut, Tabellenführer verteidigt. Passt. Gibt es weitere Fragen? Herr Vollmausen, wie beurteilen Sie das letzte Tor? Es war ein Luftkampf zwischen Torschützen und Joshua und Boss. Alles regelgerecht aus Ihrer Sicht? Also ich muss es im Video gesehen, gerade mit Josh kurz gesprochen. Also er hat auf jeden Fall ein dickes Auge. Er weiß aber selber nicht, wie es passiert ist. Ob er jetzt einen Schritt zu spät war und danach einen bekommen hat, bringt ja nichts darüber zu lamentieren. Habe ich jetzt auch so öffentlich noch nie gemacht. Wenn es dann ein Foul war und eigentlich wird ja heutzutage sehr, sehr häufig im 5-Meter-Raum abgepfiffen, dann ist es natürlich umso bitterer, aber ändern tut es an der Sache nichts, dass wir das Spiel 0-1 verloren haben. Gibt es weitere Fragen? Kann Herr Wiesinger was zur Verletzung sagen von Herrn Müller? Ja, wir haben Kontakt mit ihm jetzt. Unser Teammanager war dabei und hat einfach gesagt, dass er stabil ist. Hat er Verletzung? Ist wieder da? Ja, ein Arzt, der hier auf dem Platz war, hat eine Vermutung gehabt, dass es in Richtung Jochbeinbruch geht. Aber okay, das alles, was ich jetzt hier erzähle, ist, ich weiß es nicht zu 100%. Wir werden jetzt Kontakt aufnehmen und werden mal sehen, wie es weitergeht. Ob vielleicht eine OP ansteht, wie auch immer. Das ist ein wichtiger Spieler, den wir verloren haben. Aber nochmal, im Fußball passieren mal so Dinge. Ja, und, ich finde, unter dem Ganzen, wie das heute dann weitergegangen ist, war es ein faires, hartes Spiel. Und von daher Komplimente auch dann an Schiri, die alle die Kurve auch gekriegt haben, wir alle. Also es war eine Ordnung. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann den Gästen eine gute Heimfahrt, weiter alles Gute und noch ein schönes Restwochenende. Bis dann!